Da bricht einer von 60.000 Fußballfans im Stadion zusammen. Herz-Kreislauf-Stillstand. Was dann da beim FC Barcelona vor 2 Wochen passiert ist, ist bemerkenswert. Der Tormann läuft zum Defibrillator, das ist so ein Ding, wirft das über den Zaun zu den Fans und der Mann kann reanimiert werden. Heute ist Weltherztag und genau deswegen wollen wir heute alle lernen, wie wir mit sowas umgehen. Bei uns ist heute früh David Weidenauer vom Verein Puls. Einen schönen guten Morgen, Herr Doktor. Guten Morgen. Also beginnen wir ganz einfach. Wenn wir merken, da hat jemand Herz-Kreislauf-Stillstand, wie können wir das bei einem Passanten überhaupt schnell feststellen? Also wenn der Kreislaufstillstand eintritt, wird die Person das Bewusstsein verlieren und stürzt zu Boden. Wir nähern uns der Person, achten auf den Selbstschutz und schütteln die Person kräftig an der Schulter, und sagen, hallo, was ist los, hallo. Mhm. Wenn die Person jetzt nicht reagiert, wissen wir, es ist schon ein Notfall, weil einfach zusammenzubrechen, nicht zu reagieren, ist nicht normal. Mhm. In diesem Moment könnte ich jetzt schon zu Ihnen kommunizieren und sagen, bitte rufen Sie die Rettung 144. Mhm. Während Sie das Telefon nehmen, könnte ich als nächstes die Atmung kontrollieren. Dazu knie ich mich zu der Person hinunter, überstrecke den Kopf nach hinten, also nackenwärts, beuge mich ganz knapp hinunter und blicke mit meinen Augen Richtung Brustkorb und schaue, ob sich der Brustkorb hebt oder senkt, ob ich die Atmung spüre oder höre. Und wenn das nicht der Fall ist, dann gehe ich davon aus, dass keine normale Atmung vorliegt und weiß, dass ein Atem-Kreislauf-Stillstand vorliegt. Diese Information teile ich mit Ihnen. Sie können am Telefon gleich dazu sagen, welches Problem vorliegt. Wir haben einen Atem-Kreislauf-Stillstand. Und ich kann in diesem Moment mit der Herzdruckmassage beginnen. Kann das jeder? Ja, das kann ein jeder. Prinzipiell sollten wir das alle regelmäßig üben. Deswegen beginnen wir in Wien schon ab der 3. Volksschulklasse damit. Und weil, wenn man das regelmäßig übt, ist es eine sehr einfache Maßnahme. Mhm. Wie mache ich das? Für alle, die beim Erste-Hilfe-Kurs oder wo er schon ein bisschen her ist. Ja, also prinzipiell, wenn die Person am Boden liegt, knie ich mich knapp neben die Person, mache den Oberkörper frei, schaue, wo die Mitte des Brustkorbes ist. Das ist meistens in der Mitte zwischen den Brustwarzen. Mhm. Lege eine Hand auf das Brustbein hinauf, lege die zweite drüber, beuge mich so weit drüber, dass die Arme senkrecht auf den Brustkorb zeigen, strecke die Arme durch und drücke mit 5 cm tief hinein. Und dann entlasse ich den Körper. Und das mache ich mit einer Geschwindigkeit mit 100 bis maximal 120 Mal pro Minute. Das entspricht dem Radetzky-Marsch oder der Musik Stayin' Alive von den Bee Gees. Diese Herzdruckmassage mache ich so lange, bis der Rettungsdienst eintrifft. Mhm. Idealerweise befindet sich in der Nähe eine Defi-Säule. Mhm. Und ich kann Ihnen sagen, bitte, gleich ums Eck ist eine Defi-Säule, holen Sie einen Defibrillator. Das wäre dann dieses Gerät, ganz von dem viele schon gehört haben. Aber was kann es und wie, also kann es auch wirklich jeder bedienen? Ja, jeder darf es auch bedienen, auch ohne eine Ersten-Hilfe-Einschulung. Das ist ganz wesentlich. Man braucht das Gerät einfach nur einschalten, drücken Sie die grüne Taste und dann spricht es zu uns. Okay. Übungsszenario 4. Okay. Herzrhythmus wird analysiert. Den Patienten nicht berühren. Das heißt, wenn ich das Gerät einschalte, ist es so, dass das Gerät zu mir spricht. Es sagt mir, ich soll den Oberkörper freimachen und soll die Defi-Elektroden, wie auf den Elektroden aufgezeichnet, an die Position anbringen. Mhm. Das klebt man dahin. Ganz oder? Genau. Ja. Jedes Gerät also, hat eine Einschalttaste und eine Schocktaste. Die grüne Taste ist die Einschalttaste. Dann nehme ich die Defi-Elektroden. Und die Defi-Elektroden haben hier gut schön abgebildet, wie ich die Elektroden auf die Person anbringen soll. Mhm. Ich werde das gleich mal vorzeigen. Ich ziehe die eine Elektrode ab, die kleben sehr, sehr gut und klebe es auf die rechte Brust hinauf. Da, wo es oben markiert ist. Ganz genau. Ja. Mhm. Unterhalb des Schlüsselbeins, oberhalb der Brustwarze. Die zweite Elektrode, das ist wieder ganz schön markiert, wo ich es anbringen soll und klebe es auf der linken Brusthälfte, links neben der Brust, unter der Axilla, klebe ich es an und greife einfach, streife einmal so das fest an. Mhm. Ab dem Zeitpunkt, wo beide Elektroden positioniert sind, erkennt das Gerät das automatisch und sagt, Patient nicht berühren. In diesem Augenblick greifen wir die Person nicht mehr an. Das Gerät sagt, Analyse läuft, es schreibt ein EKG und schaut, ob die Person von einem Stromstoß, also einem Schock, profitiert. Mhm. Wenn das Herz sehr verrückt spielt und die Ströme so verrückt spielen, Sie haben das vielleicht schon mal bei Grey's Anatomy oder so gesehen, dieses Kammerflimmern, in diesem Fall wird ein Stromstoß empfohlen und dann sagt das Gerät,
drücken Sie die orange oder rot blinkende Taste. Ich drücke drauf. Der Stromstoß wird abgegeben und die Herzzellen werden gezwungen, alle wieder im gleichen Takt zu schlagen. Und das soll diesen verrückten Rhythmus, diesen Kammerflimmern durchbrechen und einen normalen Rhythmus wieder möglich machen. Und das machen wir so lange, bis der Rettungsdienst ganz da ist. Genau, ganz genau. Wir machen die Herzdruckmassage und das Gerät würde sich automatisch alle 2 Minuten wieder bei uns melden und sagen, Patient nicht berühren, Analyse läuft und den Schock empfehlen. Herr Doktor, wichtige Informationen heute am Weltherztag. Dankeschön für Ihre Einschätzung. Bitte gerne. Johanna.